habe mir jetzt was zu trinken geholt und wir sehen wir noch mal die Außenperspektive. Ja, Japan verkackt gerade, aber jetzt werden wir leider bye have a great time sagen. Ja, also wir haben auf jeden Fall schon mal die Marinehoheit und alles. Gut. Dann würde ich sagen, let's rock'n'roll, ne? Lol. Achso. Polen ist ja gar nicht. Was? Deutschland steht wieder im Krieg. Ja, ich stehe wieder im Krieg. Genau. Nee. Expeditionstruppen bitte keine, wenn bitte selber. So, hier. Lol. Greifen die nicht an? Achso, jetzt, ja. Oh, tja, überall grün. Ostpreußen soll nur verteidigt werden. Ostpreußen wird nur verteidigt. Oh, ich kann jetzt Bündnispartner einladen. Oh, machen wir mal. Kann ich die einladen? Nee, ne? Okay. Okay, ich brauche scheinbar jetzt auch wieder eine Menge Ressource. Da geht mir alles viel zu flott hier schon wieder. Aber wir rücken vor. Das gefällt mir. Guck mal, ob ich auch in der Nichts-Angriffspack kann ich leider keinen machen. Ich glaube, man hier so gegen Polen ganz sanft vorgehen, weil ich habe ja kein Problem mit Polen. Polen werde ich wahrscheinlich auch wieder unabhängig machen. Also nicht, also der Hinsicht unabhängig, aber ich werde Polen definitiv nicht unter meiner Kontrolle dann irgendwie. So, ja. Ja. Rote Armee. Oh, da habe ich so viele schon zerstört? Als wenn. Na gut, wir spielen auch zivil. Wir spielen auch zivil. Ja, mal sehen. Ja. Ja, ich mach's jetzt immer auf die unterste Geschwindigkeitsstufe, einfach weil, ich glaube, anders lohnt sich's auch nicht. Entschuldigen muss ich mich auf jeden Fall für die Bugs, die hier so. Ey, hallo? Russische U-Boote, zerstört sie! Hallo! Oh, ich sehe gerade, gut, das habe ich jetzt leider nicht bedacht, dass ich mir hier irgendwie eine Luftüberlegenheit im Abfang. Die müssen wir dann schon aus der Reserve hier rausziehen. Stellen wir das mal ein bisschen höher hier gerade. Wir haben den Erfolg, wir haben was versenkt. Also wenn ich jetzt hier mal, warte, welche Taste konnte ich die... Ah ja, genau, hier war das glaube ich, ne? Nee. Was waren die Zahlen?
Nebel. Oh, der Fall von Warschau. Noch ein Sieg fürs. Ah, Polen kapituliert. Zu viel. Deswegen mache ich es ja so langsam auch. Noch eine große Seeschlacht gerade. Ach du Heilige. Hier ist noch was passiert. Aber wir versenken gut was von denen. Wir versenken echt gut was von denen. Hier schon wieder. Ei. Da brauchst du denn noch so eine Marine. 60, auch schon wieder was. 20 Stück was versenkt, ne? Haben wir das jetzt aus der Bereitschaft? Okay. Hier. Okay. Ist aber irgendwie nichts, was der Feind reinstellt. Irgendwie an Truppen. Ja, ich werde auch übrigens einen Tipp, den gebe ich euch wirklich. Wenn ihr sowas macht, wie, setzt bitte, wenn ihr diese ganzen Fabriken kriegt von eurem Feinden, setzt sie nicht ein. Wenn ihr die nämlich einsetzt, passiert Folgendes, dass nämlich dass sie sabotiert werden. Die hier werden nicht sabotiert. So, werden jetzt erstmal hier vor allem so ein bisschen in polnischen Territorialien. Erstmal hier lediglich alles unterdrücken an Widerstand. Okay, hier hat er wieder was versenkt. Hier hat er wieder was versenkt. Hier hat er was versenkt. Mach das auch mal weg hier. So, können wir uns mal die gesamten. Jo! Wahrscheinlich! Au, das tut weh. Wahrscheinlich. Also, wir haben 26.000 Soldaten verloren. Der Russe hat fast 1 Million kassiert. Und wir haben gerade mal Polen eingenommen. Genau. Der liegt vielleicht auch ein bisschen an den Stoßtruppen, die es ja gibt jetzt. Ich versuche jetzt mal hier dicht zu machen auch gerade. Das merkt man auch, glaube ich, dass ich hier gerade eine Menge dran setze, hier Gordo ein. Grodno einzunehmen. Ja, ja, da lege ich jetzt gerade eine Menge drauf, weil wenn ich das hier eingenommen habe, dann kessel ich. Oh, komm, nimm sie doch ein. Was machst du? Nimm sie ein, die Scheiße. Jetzt mach. Ja. So. Guckt euch das mal an hier. Ich habe hier meine halbe Wehrmacht steht hier hinter der Front, weil die einfach nicht hinterherkommen. Ach du Scheiße. Hier, erstmal auf langsam stellen die am. Oh, warte. Das bringt nichts, wenn wir die auf langsam stellen. Wir stellen die einfach mal aus jetzt hier den Angriff. Ach, guck das ja mal an. Ist das schon wieder alles hier so unstrukturiert. So, jetzt ist schon viel besser. Dann gehen wir nochmal einen neuen Angriffsbefehl. Diesmal gehen wir dann aber so. Und so. 0 Division? Wieso eine 0 Division? Was sind die hier alle, oder was? So, stimmt, ich muss die erst zuweisen, bevor ich den hier irgendwie einen Angriffsbefehl gebe. Ach, ich denke auch wieder so mit, ne? Also. Ja gut, dann müssen wir es mal sehen. Also auf jeden Fall die Luftwaffe auch mal hinterherziehen jetzt hier.
so. Die sind jetzt auch in den Mittelmächten drin, ne? Litauen kriege ich da, glaube ich, irgendwie auch nicht rein, ne? Ne. Ja gut, jetzt schläft die Front auch, glaube ich, so ein bisschen ein, weil die sich erstmal so ein bisschen sortieren muss. Natürlich auch hier, seht ihr das ja auch, durch die Luftwaffe wird natürlich auch eine Menge an Ressource, oder was heißt Ressource, aber durch die Luftwaffe wird natürlich auch eine Menge an, jetzt hier Infrastruktur des, Gegners, also halt eine Menge Infrastruktur wird dabei ja auch noch zerstört, das muss man ja auch nochmal bedenken. Also wir werden jetzt auch erstmal die ganze Luftwaffe auch mal so ein bisschen umstrukturieren. Ein bisschen umstellen hier. Natürlich alles recht langsam jetzt. Ich mache es jetzt auch mal einen schneller. Bin mal auch gerade recht gespannt. So, der Russe hat jetzt so schon, ja, jetzt haben sie die Millionen geknackt. So, ich werde Lettland auch noch nicht dazu rufen oder so. Das ist mir dann auch ein bisschen zu riskant, die derzeit noch in den Krieg mit reinzurufen. Der Fall von Kiew. Noch ein Sieg für das Vaterland. Okay. Kiew, ja. Genau. Ja, hier, Kiew frisch eingenommen. Direkt die ganze Luftwaffe damit hin verlegt hier. Natürlich alles hier großteils auch zerstört einfach in Russland hier, also wer greift denn hier noch so, also okay, nee, lass mal, greift mal bitte lufttechnisch eher so jetzt schon viel weiter in den Richtung Osten ein. Leute, greift doch mal an jetzt hier, ihr müsst doch nicht alle irgendwie an einer anderen Front stehen oder so. So, guck mal, so easy habt ihr die überrannt. Da müsst ihr doch nicht jetzt drumherum stehen und warten. Wir haben eh keine Ressource mehr. Das sind über 30 Divisionen gerade da gewesen. Was sollen die euch denn entgegenhalten? Außer so ein paar leere Patronenhülsen. Ne? Ja. Die gehen hier schön weiter in die Richtung. Also alles weiter Richtung rechts, also Osten auf der Karte. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Solange es dann auch nicht wieder so ab Stalingrad zurückgeht, sollten wir eigentlich uns keine Gedanken machen müssen. Hab ich eigentlich schon, kann ich auch eigentlich einsehen, wie viel ich so marinetechnisch verloren habe im Krieg. Das würde mich jetzt auch mal gerade ganz interessieren. Bombardierung, so gucken wir mal, etwa 100.000, okay, Bombardierung haben wir schon fast 1000 Stück einfach mal gemacht, Opfer 9, also ich habe 9 Leute getötet bei einer, okay, was ist das hier, Division, insgesamt, ich setze so viel, der Russe hat, okay, deutsches Recht hat insgesamt und Fabriken, Verluste, kann ich auch sehen, so von was das für Verluste sind, einfach nur, ja gut. Hätte mich jetzt allerdings ganz sehr, was heißt ganz sehr, also ich hätte mich immer interessiert, ob ich jetzt gesehen hätte, was für Schiffe ich verloren habe, so auch in der Statistik. Aber das hätte mich jetzt auch nochmal so ein bisschen interessiert, was ich denn so für Schiffe so verloren habe, hätte. Okay. Hier oben hat der Russe einfach mal so direkt, man kann es ja schon bald so sagen, der Russe hat hier irgendwie so nah an Jense an irgendwas. Okay, irgendwer ist beigetreten in den Krieg.
Entschuldigung, falls ich gerade irgendwie ein wenig ruhig bin oder so. Das kommt jetzt nur daher, weil ich einfach gerade unfassbar gespannt bin, was hier gerade so los ist. Bin es nämlich eigentlich gar nicht so gewohnt, den Russen anzugreifen. Also das ist jetzt nicht sowas, was ich mache. Also so selber den Russen angreifen tue ich eigentlich nicht so von mir aus. Aber jetzt einfach mal so riskiert jetzt mal. Und bis jetzt läuft es ja auch eigentlich ganz gut. Ja, hier haben wir auch gerade eine schöne... ja, es ist verbuggt. Shit, einfach dieses gerade da. Also, es ist ein Nachteil. Es ist ein Nachteil dieses Patches halt eben. Ihr habt dafür diese ganzen Symbole hier, die es sonst nicht gäbe in der... hier, ne? Dafür müsst ihr aber damit leben, dass er recht verbuggt ist. Das ist eine Sache, damit muss ich auch leben. Und ich kann drüber wegsehen, ich glaube, ich bin jetzt auch nicht, also ich bin jetzt keiner, der sich diese Seeschlachten sowieso immer Mainstream angucken muss. So. Gut, dann vorrücken hier so ein bisschen. Gucken wir einfach mal. Wie sieht es eigentlich so mit dem Kapitulationsfortschritt aus? Der Sowjetunion liegt bei 35%. Okay, noch ein Sieg fürs Vaterland wieder. Ja, doch. In der Nordgrenze tun sie sich ein bisschen schwer. Ja. Hier mal so Militärberater senden. Okay. Ja gut, ich kann die auch nicht ins Bündnis einladen oder so. Wollen sie auch irgendwie scheinbar ja nicht so. Aber was ich mal machen kann, ist gerade mal hier die Angriffsbefehle wieder abändern. Ja, es ist, auch wenn einige es nicht nachvollziehen können, wahrscheinlich recht stressig schon für mich, also... Weil ich habe jetzt hier so viel aufgenommen und ich möchte ungern einfach gleich so, ne, keine Ahnung, also ich möchte ungern gleich so erleben, ne, haha, jetzt, ne, Krieg, weißt du? Also ich würde es jetzt ungern gleich eigentlich nicht so gern erleben. Was ist denn hier? Wieso null Division? Hm? Was? Ja. Einfach mal hier so ganz stumpf jetzt noch am Vorrücken. Eine Armeegruppe, zweite Armeegruppe, auch so. Okay, lassen wir sie mal weiter marschieren. So, wir haben auch gleich Moskau sogar schon erobert. Das wird natürlich vor allem der Sowjetunion einen Schlag versetzen, wenn jetzt die Hauptstadt gleich auch weg ist. Da oben ist Kalinin. Wird auch schon. Ja, ich muss da überhaupt erstmal mit meiner Luftwaffe dem ganzen Trabatz hinterherkommen, ne? Also. Um,
Ja, die Flughäfen sind zu klein, ich weiß. Was, wo soll ich sie denn aber sonst reinstellen, die ganzen Geschwader? Ich will, muss die ja auch mit der Front zusammen mitbewegen. Nee, der muss hier bleiben. Ja, hier noch ein paar schöne mechanisierte. Der Fall von Moskau, jawohl. Das habe ich verpasst. Nein. So, heute Morgen brachen deutsche Panzer. Ja gut, das ist der Standard-Text jetzt im. Muss ich nicht vorlesen. Wenigstens gehört uns Moskau noch. Okay, jetzt sogar in der Nordsee sind welche. Ei. Ja gut, ne? Na gut, jetzt verschlingt mich aber auch langsam der Fall von Lenin, gerade noch ein Sieg fürs Vaterland wieder. Jetzt, was ist das nämlich, was auch der General hier, und zwar er, Gerd von Rundstedt, damals auch geäußert hatte. Die Weiten Russlands verschlingen uns. Ja. Ja, okay, ja. Und das tun die Weiten Russlands auch gerade, die verschlingen mich regelrecht hier, also. Aber was ich auf jeden Fall interessant finde, dass die Alliierten jetzt nicht die Chance nutzen, irgendwie mich im Ostfrontkrieg anzugreifen. Also ich hätte es gemacht, wenn ich schlau, also da wäre ich schlau gewesen, hätte gesagt, ja komm, nee, geht ja nicht los. Jetzt habe ich das hier komplett vernachlässigt, hier mal. Würde ich sagen, holen wir mal die ganzen. MP hier. Die ganzen MPs. Mal zu uns ran hier. Spannend hier. So, was kann ich jetzt wieder erforschen hier? Oh, das einfach mal. Nee, ich möchte euch da nicht irgendwie Probleme bereiten noch, was die Division angeht. Aber ich sehe gerade, die Folge geht schon sehr lange. Nächste Folge wird wahrscheinlich Stalingrad fallen. Ich mache es auch ganz mies Stopp, damit es nicht noch im Abspann passiert. Und ja, ich würde sagen, ihr habt jetzt einiges gesehen, wir sind jetzt auf jeden Fall gut in den Osten reingedrungen, also Russland haben wir schon zermürbt. Ist auch jetzt ist gerade ein Tag vor Weihnachten, ne? Komm, dann lassen wir Weihnachten noch jetzt kurz Weihnachten werden hier. Obwohl, nee, dann würde ich Stalingrad noch einnehmen und das wollen wir ja nicht. Ne? Also ein Tag vor Weihnachten sind die Männer ja wieder bald zu Hause. Weihnachten sind wir nicht zu Hause, ne? Dieses Mal nicht, aber hier. Wird noch. Können wir mal ganz kurz auf die Gesamtstatistik sehen und sehen. Wir haben 71.000 verloren und der Russe hat einfach mal 3 Millionen verloren. Hardcore. Aber sieht auch schon, wenn man so guckt, also zu 77% zu unseren Gunsten verläuft der Krieg. Ja, 77% Kapitulationsfortschritt. Ach, was ein Wunder.
So, also große Städte, die wir noch einnehmen können, wären halt jetzt Stalingrad, dann gibt es hier unten auf dem Kaukasus noch ein, zwei, und dann gibt's jetzt hier noch so auf die Weiten Russlands verteilt noch ein paar, wie Gorki, glaube ich, oder so. Gibt es hier auch noch eine Stadt hier, nämlich Vladivostok. Vladivostok. Da muss man natürlich aufpassen, dass nicht da der Hauptstadt am Ende landet, dass wir hier so mal kurz, ne, hier mal so ganz kurz so rüberlaufen müssen. Ne, hier so. Wollen wir ja nicht. Aber ich würde sagen, das sollte jetzt auch reichen. Bis dann. Tschüss.